sich einer schwedischen Studie zufolge seltener um als dünne. Für dicke Frauen gilt das umgekehrt nicht. Wien. Um den Job zu bekommen, bedurfte es nicht nur ihrer herausragenden Intelligenz. Nein, sie setzte auch ausgesprochen weibliche Mittel ein, um an ihr Ziel zu gelangen. London. Nach einigen Jahren inniger Zuneigung hassen britische Mädchen ihre Barbies so sehr, dass sie sie verstümmeln, manchmal gar enthaupten oder in der Mikrowelle schmoren lassen. Zürich. 68-jähriger gepflegter Herr sucht zwecks Verbringung seines Lebensabends in einsam gelegener Villa im Tessin junge, knackige Frau, nicht über 30, groß, mindestens 1,70, sehr schmalhüftig, dunkelblond, kein Platinblond, blau- oder grünäugig, große, feste Brüste. Selbstgefällig suchen sich Frösche liebreizende Prinzessinnen. Im Gegensatz zu Männern gibt es nur wenige Frauen, die mit sich selbst zufrieden sind. Frauen fühlen sich in der Regel so, wie sie sind, nicht gut genug, nicht schön genug. Männer können noch so unvorteilhaft aussehen. Die meisten sind derart von sich überzeugt, dass sie gar nicht in Erwägung ziehen, sie könnten dem anderen Geschlecht nicht gefallen. Also das ist jedes Mal köstlich zu beobachten. Da gibt es Männer, die sind ungepflegt, hässlich, nix in der Birne, so erwampen. Und trotzdem würden sie niemals in Frage stellen, dass sie besser sind und mehr wert als jede Frau. Woher kommt dieses Selbstwertgefühl? Ja. Die Mütter sind schuld. Ja. Es ist, als ob Männer sich Zeit ihres Lebens im liebenden Glanze des mütterlichen Auges sonnen würden. Naja, wäre ja in Ordnung, wenn Frauen von ihren Vätern das Gleiche bekommen würden. Aber ich kenne keine einzige Frau, die dieses Kapital gleichermaßen von ihrem Vater bekommen hat und somit mit sich und ihrem Äußeren zufrieden ist. Für die meisten Töchter ist der Vater eine Art Phantomschmerz. Ein Teil, der gar nicht da ist, tut weh. Und seit unseres Lebens rennen wir diesem Phantom hinterher und versuchen mit allen Mitteln seine Liebe, seine Aufmerksamkeit zu erringen. Jeder anerkennende Männerblick ist Balsam auf unserer Vaterwunde. Ich bin schön, also bin ich. Ich bin schlank, also bin ich. Ich bin begehrt, also bin ich. Ich bin nett, also bin ich. Ich bin perfekt. Ich schaffe alles, also bin ich. Ich klage nie, also bin ich. Ich bin stark, also bin ich. Ich bin gut, also bin ich. Ich bin perfekt. Ich bin schön, also bin ich. Ich bin schlank, also bin ich. Ich bin begehrt, also bin ich. Ich bin nett, also bin ich. Ich schaffe alles, also bin ich. Ich klage nie, also bin ich. Ich bin stark, also bin ich. Ich bin gut, also bin ich. Ich funktioniere, also bin ich. Ich kann alles, also bin ich. Ich leiste, also bin ich. Ich sage niemals nein, also bin ich. Ich helfe immer, also bin ich. Ich bin für alle da, also bin ich. Ich weiß Rat, also bin ich. Ich denke an mich zuletzt, also bin ich. Ich bin perfekt.
bin schön, also bin ich bin schlank, also bin ich bin begehrt, also bin ich bin nett, also bin ich. Ich schaffe alles, also bin ich klage nie, also bin ich bin stark, also bin ich bin gut, also bin ich. Ich funktioniere, also bin ich kann alles, also bin ich leiste, also bin ich sage niemals nein, also bin ich. Ich helfe immer, also bin ich bin für alle da, also bin ich weiß Rat, also bin ich denk an mich zuletzt, also bin ich. Ich bin Hausfrau, also bin ich habe auch einen Job, also bin ich bin Mutter, also bin ich und ich bin Geliebte, also bin ich. Perfekt, 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 defekt. Verdammte Schwangerschaft. Verdammtes Myom. Oder etwa gar Krebs. Kein Mannsbild. Keiner, der das nicht am eigenen Leib gespürt hat, kann sich auch nur annähernd vorstellen, was es bedeutet, auf die Monatsblutung warten zu müssen. Wir löffeln die Suppe aus. So oder so. Die Begriffe Frau und Mutter gehören zusammen wie Essen und Trinken. Oder wie Mann und Samenerguss. Ja. Die Eizelle muss die ganze Party organisieren, die Spermien brauchen nur zu kommen. Eine Frau, die keine Mutter sein will, ist keine richtige Frau. Ihr fehlt grundsätzlich etwas. So lauten die Argumente. Eine kinderlose Frau kann einen noch so glücklichen, noch so zufriedenen Eindruck machen. Man glaubt es ihr nicht. Frauen, die es wagen, andere Wege zu gehen, Wege, die nicht der Norm entsprechen, müssen damit rechnen, schief angesehen und als nicht ganz dicht abgestempelt zu werden. Und sie werden mit bestimmten Ausdrücken belegt. Mann, Weib, frustrierte Lesbe, linke Emanze, sind noch die nettesten. Zum Beispiel die Frau, die damals im Irak entführt worden ist, in was auch immer sie dort verstrickt gewesen ist. Verstrickt. Interessant waren die Reaktionen nach der Entführung. Der ist doch selber schuld. Soll was dort eine Mutter nicht ihr Kind allein lassen und sich bewusst in Gefahr begeben. Ne? Na, ich jedenfalls begab mich zu meiner Frauenärztin. Ärztin. Inzwischen gibt es ja ein paar davon. Aber es gibt in ganz Österreich keine einzige Primarärztin auf dem Gebiet der Gynäkologie. Aber in Deutschland, da gibt es. Eine einzige? Ja, dann geht's halt rüber, wenn Ihnen nichts passt in unserem schönen Heimatland. Ich verstehe das nicht. Warum reißen sich Männer so darum, Frauenarzt zu werden? Macht? Kontrolle? Gebärneid? Aber jetzt hören's doch auf, das wird ja immer lächerlicher. Frauen verhalten sich da um einiges respektvoller männlichen Angelegenheiten gegenüber. Es gibt keine Frauen,
die auf die hirnverbrannte Idee kämen, sich beruflich ausschließlich um den Sitz luststrotzender Männlichkeit zu kümmern. Ah ja, okay. Beruflich vielleicht schon. Ich meine medizinisch nicht. Also es gibt keine Frauen, die auf die hirnverbrannte Idee kämen. Wo war ich vorher? Ah ja, Frauenärztin. Ich konsultierte also meine Frauenärztin, um ein allfälliges Todesurteil entgegenzunehmen. Nebenbei erzählte ich ihr auch von den Schuhen, von den veränderten Essgewohnheiten, von den Wallungen und den Schweißausbrüchen. Sie meinte, das sieht nach den Wechseljahren aus. Wonach? Zum Thema Wechseljahre besucht. Nur mich ein bisschen vorzubereiten. Die Vortragende war selbst gerade mittendrin und hatte offensichtlich die größten Probleme damit. Ihre Stimme war freudlos und leidend, ihre Körperhaltung drückte nur eines aus, pure Resignation. Wenn ich vorher noch keine Angst hatte, nach diesem Seminar beschlich mich irgendwie ein ungutes Gefühl. Trotzdem dachte ich in diesem Moment, ja, besser in den Wechseljahren als schwanger oder verkrebst, dachte ich zuerst. Gleichzeitig wusste ich aber, jetzt muss ich etwas für mich tun. Retten, was noch zu retten ist. Denn so geht's ja nun wirklich nicht, liebe gnädige Frau. Als zum ersten Mal jemand ernsthaft gnädige Frau zu mir sagte, da war ich so Mitte, Ende 20, wusste ich, jetzt ist öher. Jetzt wird's ernst. Jetzt ist die Jugend endgültig dahin. Jetzt war das gnädige Frau-Zeitalter angebrochen. Obwohl, gnädige Frau, das geht ja noch. Wann man's mag. Aber dann, Frau reiferen Alters, Frau in den besten Jahren, ältere Dame, Madrone, Xantippe, Euger Trochen, Euge Schochtel, Bisgur, Schastacken, Schrapnö. Das ist nicht wutzig. Witzig! Also, liebe gnädige Frau, so geht es nun wirklich nicht. Ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr jugendliche Frische. Sie sehen ja noch gar nicht so schlecht aus. Für Ihr Alter. Aber ich meine, wenn Sie so herumrennen, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn er auf blöde Gedanken kommt. Ein bisschen was müssen Sie ihm schon noch bieten. I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel
Ich bin in den Wechseljahren. Messerscharf beobachtete ich ihn. Gnadenlos verfolgte ich seine Reaktion. Nur das leiseste Zucken einer seiner Wimpern. Nur die geringste Veränderung in der Pupille. Und ich hätte ihn auf der Stelle mit Zack und Pack aus dem Haus geschmissen. Er war jedoch völlig unbeeindruckt und fragte mich lediglich, ob ich auch einen Kaffee möchte. Ich nickte und wiederholte den Satz. Lauter, nachdrücklicher, artikulierter. Ich bin in den Wechseljahren. Und was bedeutet das? Ja, dass ich in den Wechseljahren bin. Weiter nichts? Weiter nichts? Äffte ich ihn nach. Verstehst du denn nicht?
Wenn du von nun an mit mir im Bett liegst, liegst du mit deiner Frau in den Wechseljahren im Bett, zischte ich ihn bissig an. Er begriff noch immer nicht. Na und? Das ist doch unerhört aufregend, sagte er, umarmte mich und küsste mich. Ja, ich weiß, ich hab Glück. Wenn ich nämlich mit Udo Jürgens verheiratet wäre... Dann wäre bei mir ab 40 Schluss gewesen mit Sex. Und eine Beziehung zu einer Gleichaltrigen kann er sich sowieso nicht vorstellen. Denn das wäre für ihn wie zwischen Mutter und Sohn. Na, hat er gesagt, wirklich. Oder Herr Vlaschek, Herr Karl Vlaschek, der Erfinder von Billa, der kürzlich beim Frühstück bei mir meinte, nein, der war nicht zum Frühstück bei mir, die Sendung heißt zum Frühstück bei mir. Also da meinte er, der Alte frisst gleich viel wie ein Junge. Kicherte wie ein junges Schulmädchen, wollte es ihrem Papi recht machen und wiederholte den Satz auch noch zweimal. Ein Alte frisst gleich für ihre Junge, also warum nicht gleich ein Junge nehmen? Ein Alte frisst gleich für ihre Junge, also warum nicht gleich ein Junge nehmen? Leidet wahrscheinlich auch unter Phantomschmerzen. Als nächstes rief ich meine